under the command of General Eisenhower, Allied naval forces supported by strong air forces began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. Die Deutschen hatten die Landung der Alliierten erwartet, nur nicht in der Normandie. Mit Gewehren, Kanonen und Panzern sind sie vor 50 Jahren übers Meer gekommen. Am ersten Tag 135.000 Mann und ein Befehl: Befreit Europa. Die Erinnerungen an damals können heute noch besichtigt und gekauft werden. Der 6. Juni begann mit einem unvorstellbaren Trommelfeuer aus Schiffsgeschützen. Eine Armada von 6.500 Schiffen der Alliierten hatte sich unbemerkt dem an dieser Stelle nur schwach ausgebauten Atlantikwall genähert. Erstes Ziel, die deutschen Batterien auszuschalten und Feuerschutz für die eigenen Landungstruppen zu geben. Es sind immer wieder dieselben Bilder aus denselben Archiven, die den ersten Tag der Befreiung Europas von Westen her illustrieren müssen. Den Kampf gegen Nazi-Barbarei, Tod und Verwundung. An 5 Abschnitten sind an diesem längsten Tag Amerikaner, Briten, Kanadier, Franzosen, Polen und Tschechen an Land gegangen. Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword hießen die Landungsköpfe. Die deutsche Abwehr war völlig überrascht. Gegen diese Übermacht hatte sie kaum eine Chance. Auf den heftigsten Widerstand stießen die Amerikaner am Omaha Beach. Bis zum Abend gab es allein hier 2.200 Tote und Verwundete. Der deutsche Widerstand war trotz der schwachen Bewaffnung so erbittert, dass der amerikanische General Bradley gegen Mittag die Operation fast abbrechen wollte. Franz Gockel hat im Widerstandsnest 62 hinter seinem schweren Maschinengewehr gelegen und geschossen. Die Erinnerungen daran treiben ihn jedes Jahr wieder her. Kurz vor der Landung ist er 18 geworden. Seither ist er auf der Suche nach Überlebenden. Es ist, als wollte er sich vergewissern, dass da noch welche übrig geblieben sind von denen, die damals den Strand herauf wollten. Das kleine Holzkreuz für die deutschen Toten hat Gockel aufgestellt. Es lag in kurzer Zeit, lag der ganze Strand auch voller Soldaten. Dann waren wieder welche da, die aufstanden und wahrscheinlich gab es dann auch Befehle, los, macht, dass ihr hier wegkommt, denn ihr liegt ja, wenn ihr liegen bleibt, dann ist es erst recht mit euch vorbei. Und als dann das Wasser auch langsam wieder näher kam, dann sahen wir, wie mit dem Wasser nicht nur zerschossene Bootsteile oder Waffenausrüstung vor getrieben wurden von dem Wasser, sondern in dem Wasser rollten Tote und Schwerverwundete, die kamen langsam auch auf uns zu. Und es war sehr, sehr hart für uns, das zu sehen. Nur denkt man in so einem Moment daran, dass das auch Menschen sind, die da angeschwemmt werden? Oder? Als Mensch kann man, habe ich das nicht so empfunden. Sicher, es waren Menschen, aber es waren für mich die Gegner. Und ich habe, genau wie viele andere dann hier, ich habe mich gewehrt, ich wollte überleben. Und es gab dann Momente, da dachte man, Mensch, du hast es geschafft, sie kommen nicht mehr weiter. Und dann gab es wieder einen Moment, dann waren die Boote etwas wieder zurückgezogen, dann schoss wieder die schwere Schiffsartillerie und wieder kriselte der ganze Boden oder mein MG-Stand wurde zerschossen, wo ich dann Gott sei Dank nichts bei mitbekommen habe. Und auch vorher, ich habe immer wieder, wie die Mutter gesagt hatte, du musst beten, du musst um Hilfe flehen. Dann wird es dir gut gehen. Das heißt, andere haben wahrscheinlich auch gebetet und sind doch gefallen. Aber ich habe laut dann auch immer wieder irgendein kurzes Stoßgebet gesprochen. Das haben sie wohl auf beiden Seiten getan. Aber für viele war der längste Tag auch der letzte Tag in ihrem Leben. Zahlreiche Gedenkstätten überall in der Normandie sollen die Opfer der alliierten Befreier würdigen. Zum Teil recht martialisch und für den Jahrestag herausgeputzt.
Da nimmt sich das kleine Holzkreuz, das an die deutschen Soldaten erinnert, angenehm bescheiden aus. Wir haben insbesondere am 40. Jahrestag der Invasion eine Reihe Veteranen kennengelernt, die auch hier an Land gekommen sind. Sie sagten uns, wir wollten mit unseren Frauen auch mal hierhin, wo wir damals gekämpft haben, wo wir viele Kameraden verloren haben. Und wir freuen uns, dass wir dich hier wieder treffen, dass auch du es überlebt hast. Wir sind dankbar, dass wir überlebt haben und wir sind auch froh, dass du überlebt hast. Und so etwas darf es nicht wiedergeben. Und dann habe ich denen auch gesagt, deswegen bin ich auch hier, um mitzuhelfen, dass wir uns besser verstehen werden für die Zukunft. Und auch wir wollen, soweit wir es vermögen, dazu beitragen, dass unsere Freundschaften mehr zueinander wachsen. Zur Überlegenheit zu Wasser und zu Lande kam die Überlegenheit aus der Luft. Die alliierte Luftwaffe flog am ersten Tag 11.000 Einsätze. Sie wollte die deutschen Nachschublinien zerstören, Waffen- und Treibstofflager vernichten, den Feind am Boden festnageln und nicht zuletzt die deutsche Luftwaffe ausschalten. Das ist überwiegend gelungen. Nur zwei deutsche Jäger verirrten sich über dem Landungsstrand. Insgesamt flog Görings Luftwaffe nur 380 Einsätze. Die alliierte Luftüberlegenheit war total. Bereits in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni waren britische und amerikanische Fallschirmjäger hinter den deutschen Linien abgesprungen, hatten strategisch wichtige Punkte besetzt und Brückenköpfe gebildet. Lastensegler setzten Soldaten, Waffen und Material ab. Viele Fallschirmjäger wurden bereits vor der Landung in der Luft erschossen. Die Verluste waren gewaltig. Berühmt ist die Geschichte des Soldaten, der beim Absprung am Glockenturm der Kirche von Sainte-Mère-Église hängen blieb. Er überlebte. Andere wurden von französischen Widerstandskämpfern in Empfang genommen. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni sind die Fallschirmjäger hier auf der Weide runtergekommen. Manche sind in den Apfelbäumen, einer ist sogar im Innenhof gelandet. Sie suchten sofort ihre Waffen zusammen, das Gepäck ließen sie zurück. Das war nur eine Last. Wenn sie ein Geräusch hörten, dann klickten sie so mit einem kleinen Ding aus Blech. Wurde nicht auf gleiche Weise geantwortet, dann schossen sie. Schließlich wussten sie hier im fremden Land ja nicht, wen sie da vor sich hatten. Was passierte mit den Fallschirmen? Ah ja, die Fallschirme. Aus den weißen Notfallschirmen haben die Frauen Brautkleider gemacht. Andere haben aus den bunten Fallschirmen Hemden genäht, aber die waren nicht so hübsch. Ein paar Kleinigkeiten haben die Zeit auf dem Hof der Maries überdauert. Diese Stahlmatten zum Beispiel und die dicken Eisenplatten. Nachdem sie von den Alliierten am Strand nicht mehr gebraucht wurden, haben sie noch Jahre auf den Feldwegen gute Dienste geleistet. Wenig nur hat sich an der Bodenständigkeit der Leute geändert. Allein der Krieg und der Kampf gegen die Deutschen hat sie über die Grenzen ihrer Dörfer hinausblicken lassen. Wer was auf sich hielt, gehörte zur Résistance, zur Widerstandsbewegung. Alfred Marie hörte auf seinem Detektor heimlich Radio London und wusste am Tag vorher, dass es losgehen würde. La cigale prend les métros. Le requin avale la truite. Il fait froid l'hiver. Es war tatsächlich so wie im Film. Als sich die Klappen der britischen Landungsboote öffneten, da war der Schotte Bill Miffin, wie es sich gehört, schon am Strand und spielte auf seinem Dudelsack The Highland Laddie. Zwar erreichten die Alliierten an diesem Tag nicht alle Ziele, die sie sich gesteckt hatten, dafür aber blieben die Verluste doch geringer als erwartet. Für viele Deutsche war der Krieg vorbei. Für die Befreier fing er erst richtig an. Bis zum Abend hatten sie sich an der Küste festgesetzt. Der Überraschungsschlag war gelungen. Die Franzosen in den Straßen freuten sich nach Jahren wieder über den Anblick von Uniformen. Vier Tage später, am 10. Juni, hatten die Alliierten ihre fünf Landungsabschnitte miteinander verbunden und begannen mit der Einrichtung eines künstlichen Hafens.
Vor dem Städtchen Arromanche im britischen Abschnitt Gold tauchten gigantische schwimmfähige Pontons aus Stahl und Beton auf. Von einer Unzahl von Schleppern vor Ort transportiert, wurden sie dann geflutet und bildeten einen kompletten Hafen. Alles, was man zur Entladung von Schiffen brauchte, war bereits an Bord der Betontröge montiert. Der Nachschub rollte von hier aus an Land bis zum 27. Juni, bis der natürliche Hafen in Cherbourg von den Amerikanern eingenommen worden war. Dass alle diese Vorbereitungen für die Landung an den Stränden von Calvados vor der deutschen Abwehr geheim gehalten werden konnten, ist bis heute ein Wunder. Auch 50 Jahre später sind die Reste des Hafens von Arromanche noch eine Touristenattraktion. Eine von vielen in der Gegend. Fast jeder Ort in der Normandie hat sein Museum. Für Wracks, für Luftlandetruppen, für Unterseeboote, für die Landung insgesamt und für den Frieden. Öffentliche Museen und private. In diesen Tagen werden die Veteranen wohl zum letzten Mal zwischen bewachsenen Beton und Bunkern groß feiern. Jedes Jahr im Frühling werden die Kanonen frisch gestrichen. In Arromanche ebenso wie vor dem Museum in Suresnes. Selbst wenn die Sammlung so ungeordnet ist wie hier, für jeden, der es mag, ist etwas dabei. Und die Geräusche des Krieges und der Klang der Marschmusik kommen vom Band. Was deutscher Herkunft ist, wird mit einem Hakenkreuz gekennzeichnet. So einfach ist das. Aber das Museum erzählt auch Geschichten, die erst auf den zweiten Blick deutlich werden. In einer Vitrine zwischen Waffen, Orden und Ehrenzeichen liegt das Foto eines 17-jährigen deutschen Soldaten, dessen Vater in der Normandie fiel. Eine Woche nach der Landung. Irgendwann später hat der Sohn die Chefin des Museums kennengelernt. Weil sein Vater hier auf dem Soldatenfriedhof La Combe liegt, wollte der Sohn, dass persönliche Habe und Uniform in ein Museum kämen. Er hat sie uns gegeben. Inzwischen sind wir befreundet und ich gehe jedes Jahr mit Monsieur Günther zum Grab seines Vaters. Vater August von Dein in der Normandie, als sie noch Etappe war. Und das ist seine Uniform. Es gibt viele Friedhöfe für Soldaten im Norden Frankreichs. Kreuze statt zusammenfassender Zahlen. Der Toten sollten wir gedenken in diesen Tagen, in aller Stille. Jedes Volk auf seine Weise. Trauern sollten wir, nicht feiern. Weihnachtsbäume nannten die Franzosen diese Wegweiser in ihrer Hauptstadt, die in einer fremden Sprache zu ungeliebten Zielen wiesen. Paris war Mitte Juni noch Etappe. Eine trügerische Ruhe lag über der Stadt. Die Deutschen hatten sich eingerichtet. Soldaten und Zivilisten waren froh, dass der Krieg sie nach Frankreich geführt hatte. Wasserfarben statt Wasserholen. Ein bisschen Kultur in der Freizeit und ein Bummel über fröhliche und für deutsche Augen zivil wirkende Boulevards, die es so in den zerbombten deutschen Städten nicht mehr gab. Offene Blicke auf Notre Dame und abends dann verstohlene auf die Damen. Besuch im Kabarett. Da hatte man dann daheim im Reich was zu erzählen. Lanzergeschichten. Gleich, ob was dran war oder nicht. Thank you.
Diese Bilder zeigte natürlich auch die Deutsche Wochenschau. Als Beweis dafür, wie freundlich und zivilisiert sich selbst eine Besatzung benehmen kann. Die Franzosen sahen das ganz anders. Seit dem deutschen Einmarsch vor 4 Jahren beherrschte Feldgrau die Straßen. Unter der Knute der Besatzung zu leben, das bedeutete für die Franzosen Angst, Scham, Qual, Hunger und Unterdrückung. Was manchmal wie Spielzeug wirkte, rollte groß und bedrohlich durch die Straßen. In verstärktem Maß seit dem D-Day, dem Tag der Landung der Alliierten eben. Invasion, sagten die Deutschen zu diesem Tag, obwohl es doch keinesfalls die widerrechtliche Besetzung eines fremden Landes war, sondern der Beginn der Vertreibung der wirklichen Invasoren. Und auf dem Eiffelturm, dem höchsten Punkt der französischen Kapitale, wehte noch immer die Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz. Die Augen der Résistance, der Widerstandsbewegung waren überall. Die Augen der Soldaten ohne Uniform. Versteckte Kamera. In der französischen Sprache ist ein deutsches Wort aus dieser Zeit übrig geblieben. Das Wort Ersatz. Es ist eine Erinnerung an schlechte Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs, die die Guten ersetzen mussten, weil die ja von den Deutschen konfisziert worden waren. Die versteckte Kamera hielt Dinge fest, über die es nichts zu lachen gab. Über dem ganzen Land lag ein unsichtbares Netz der französischen Widerstandsbewegung. Grobmaschig hier und feiner gesponnen dort. Heimlich mit und ohne Kamera unterwegs, um zweierlei zu dokumentieren. Die Not des täglichen Zivillebens und das Sammeln militärischer Informationen für die Armeen, die Frankreich befreien sollten. Saint-Marcel in der Bretagne, weit weg vom eigentlichen Kampfgeschehen im Juni 1944. Und dennoch plötzlich im Mittelpunkt einer richtigen Schlacht. Wenn heute die Schüler nach dem Besuch des Museums der Résistance mit dem Panzerspähwagen durch die Gegend kurven dürfen, dann haben sie anstrengende Stunden in der Welt ihrer Großväter verbracht. Das Gedenken wird vom Lehrplan verordnet und soll Alltagsleben einer vergangenen Zeit erklären. Wie Scheiben vor Druckwellen geschützt wurden, dass sich nur Deutsche und Schwarzhändler teure Mahlzeiten leisten konnten. Dass die Auslagen der Geschäfte häufig leer waren, die Presse gleichgeschaltet und Lebensmittel nur gegen Marken abgegeben wurden. Auf großem Fuße lebte niemand in Saint-Marcel und Umgebung. Wer sich mit den Besatzern einließ, mit ihnen kollaborierte, der wurde von der Résistance gewarnt. Unmissverständlich. Und über den Kanal meldete sich die Stimme des freien Frankreichs, die Stimme Charles de Gaulle's. Die entscheidende Schlacht hat begonnen. Nach so viel Kampf, Raserei und Schmerzen. Der letzte entscheidende Zusammenstoß ist gekommen, der, auf den wir so gehofft haben. Dieser Kampf in Frankreich ist der Kampf um Frankreich. Die bis in die 80er Jahre verbreitete Legende, in Frankreich hätten 400.000 Franzosen gegen die Deutschen aktiv zur Waffe gegriffen, riecht ebenso nach Hollywood wie dieser Propagandafilm. Es ist gleich soweit, François. C'est presque l'heure, François. Vive la France, ruft François. Vive la France. Und lässt den Zug hochgehen. In Wirklichkeit waren es nur wenige tausend. Und in Wirklichkeit wurden Züge auch ganz anders in die Luft gejagt. Mit solchen Zündern, wie sie die Schüler im Museum sehen konnten. Am 18. Juni schließlich kam es dann, wie gesagt, zur Schlacht von Saint-Marcel. Die deutschen Truppen sahen sich plötzlich gut bewaffneten und hochmotivierten Männern und Frauen gegenüber. Hass und berechtigte Wut in Noten gesetzt, das Lied der Résistance.
entendu le vaudois des corbeaux sur nos plaines. Ami entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Seit Wochen warfen die Alliierten Waffen ab. Französische Fallschirmjäger kamen durch die Luft aus dem Exil zurück. Die Résistance übernahm eine wichtige Rolle im bewaffneten Kampf. In den Verteidigungsstellungen lagen etwa 400 FFI-Leute, also Résistance-Kämpfer. Und außen herum hatten sich 140 bewaffnete Fallschirmjäger postiert. Alles Leute, die genau wussten, weshalb sie hier waren. Sie waren gut vorbereitet und hielten sich hinter den Böschungen versteckt. Alle 10 Meter hatten sie ein Maschinengewehr und die sorgten später für eine außergewöhnliche Feuerkraft. Die Deutschen waren völlig überrascht, denn so etwas hatten sie nicht erwartet. Sie hatten nicht mit einem organisierten Widerstand in Verteidigungsstellung gerechnet. Und so kam es, dass es hier so viele Tote gab. Und der Kampf hat bis abends gedauert? Mit allem Hin und Her hat der Kampf bis zum Abend gedauert, ja. Zunächst brachen die deutschen Regimenter durch, anschließend wir. Es gab natürlich Gegenangriffe. Gegen 19 Uhr wurde entschieden, auf Befehl aus London natürlich, sich zu zerstreuen und den Widerstand aufzulösen. Als Vergeltungsmaßnahme steckten die Deutschen den Ort an. Kaum ein Haus blieb verschont. Aber die Mehrzahl der Einwohner überlebte. Hier unterschieden die Deutschen noch zwischen Bewaffneten und der Zivilbevölkerung. Das sollte sich später ändern. Besonders brutal gegen die eigenen Landsleute, gegen die Résistance, ging die politische Polizei, die Miliz, vor. In Uniform und auch in Zivil. Puis, dans cette région, il y a eu... Verzeihen Sie, ich bin sehr aufgewühlt. Also, es gab hier die Gestapo, aber auch Franzosen und die Leute der Vichy-Miliz. Da waren alle, die sich dem Nationalsozialismus verschrieben hatten. Die SS war natürlich überall dabei, das ist klar. Aber die Männer von der Miliz, die verkleideten sich sogar als Fallschirmjäger. Sie nahmen die Kleider der Toten, fragten die Bauern aus, um die Verstecke zu finden. Gestapo und SS waren nicht nur darauf aus, Resistanzkämpfer und Fallschirmjäger zu töten, sie töteten auch Bauern und ihre Kinder und brannten die Höfe nieder. Les parachutistes bien sûr, les résistants aussi, mais aussi les fermiers, les enfants et brûler les fermes. 6 Opfer der Deutschen haben die Leute von Saint-Marcel 20 Jahre nach Kriegsende in diesem Kellerraum gefunden und mit einem Gedenkstein geehrt. Sie sind stolz hier, auf das Museum von heute und den Widerstand von damals und darauf, dass auch sie Frankreich mit befreit haben. Im mittelfranzösischen Vichy haben die Deutschen ein Marionettenregime installiert. Chef war der Held von Verdun, Veteran des Ersten Weltkriegs, Philippe-Henri Pétain. Noch einige Wochen vor der Landung wurde er in Marseille begeistert empfangen. Pétain verkörperte das andere, das dunkle Frankreich. Durch seine Zusammenarbeit mit den Nazis verschaffte er Hitler eine Art rechtsstaatliches Deckmäntelchen. Jubel für die Wochenschau. Die Personen sind austauschbar. Der eigentliche politische Führer, der starke Mann aber, war Pierre Laval in Paris. Vom Sieg Hitlers überzeugt, verstrickte er Frankreich mit in nationalsozialistische Verbrechen.
Dieser Häuserblock, dieses riesige U in Drancy, einem Vorort von Paris, ist nur ein Beleg dafür. Im August 1941 hatte die französische Gendarmerie einen Zaun darum gezogen, vorne zugemacht und damit ein neues Konzentrationslager eingerichtet. Das Gebäude war Teil einer der modernsten Arbeitersiedlungen der 30er Jahre, von der Architekturkritik heute noch hoch gelobt. Erstellt in kostensparender und damals kaum gebräuchlicher Fertigbauweise. Hinter den Fassaden sammelten Franzosen überwiegend Juden ein. Sie stellten im Innenhof zusätzliche Baracken auf. 65 der 75.000 aus Frankreich deportierten Juden saßen vor dem Abtransport in deutsche Konzentrationslager hier in Drancy. Zu Beginn war die Gendarmerie auch innerhalb des Lagers zuständig, später dann nur noch für den Transport zum Bahnhof und die sogenannte ordnungsgemäße Abreise, überwiegend nach Auschwitz. In den Waggons Platz für 40 Menschen oder 8 Pferde. Nachdem die Alliierten in der Normandie gelandet waren, wandelte sich übertriebene Härte manchmal in unerwartete Milde. Nicole Kahn war 11 Jahre alt, als sie mit der ganzen Familie in Drancy eingesperrt war. Man erzählte mir, unsere ganze Familie würde zusammen wegfahren, so wie alle anderen auch, aber eben die ganze Familie. Wir müssten irgendwo arbeiten, mein Vater und meine Brüder, und wir würden dann eben dort bleiben. Ich hatte keine direkte Angst vor dem Abtransport, wenn Sie so wollen, obwohl wir wussten, dass der Abtransport unvermeidlich war. Angst hatte ich vor der Vorbereitung auf die Transporte, die zunächst alle 14 Tage, später sehr viel öfter stattfanden. Dabei wurden nämlich die Leute rasiert. Ich erzähle Ihnen, was ich als kleines Mädchen dabei empfand. Wenn man die Leute rasiert hatte, wussten wir, dass sie abtransportiert wurden. Vor allem Männer und Kinder wurden rasiert. Ich denke, ich hatte einfach Angst davor, den Kopf rasiert zu bekommen. Le Château Rouge, das Rote Schloss, nannten die Häftlinge die unwürdigen Toilettengebäude am Lagereingang. Nicole Kahn durfte als Kind, im Gegensatz zu den Erwachsenen, frei im Lager umherlaufen. Die Neuigkeit erfuhr sie von den Frauen der Gendarmerie. Wir unterhielten uns über eine Entfernung von vielleicht 50 oder 100 Metern. Ich erinnere mich, dass ich auf einen Balkon ging. Ich wusste weder, dass es der 6. Juni war, noch wusste ich etwas über die Landung. Da sagte eine der Gendarmenfrauen, es ist soweit, sie sind gelandet in der Normandie. Natürlich kehrte ich triumphierend ins Zimmer meines Vaters zurück, um ihm davon zu erzählen. In diesen Tagen wird Vergangenheit aufgeräumt. In Drancy haben die Stadtväter endlich einen Fluchttunnel abstützen lassen, den die Häftlinge fast fertiggestellt hatten, bevor sie verraten wurden. Die Reste sind in einem kleinen Gedenkraum zu besichtigen, der vom jüdischen Apotheker betreut wird. Einer, der den Transport nach Auschwitz und das Vernichtungslager überlebt hat, ist Gabriel Benichou. Wie hat er die Zeit davor in Drancy empfunden? Sehr unangenehm, entwürdigend. Wir waren hier noch menschliche Wesen, die gedemütigt werden konnten. Später haben sie uns nicht mehr wie menschliche Wesen behandelt. Man hat uns jede Würde genommen. Aber in Drancy, da hat man uns gedemütigt. Wer, die Franzosen? Ja, die Franzosen. Auch die Franzosen. Natürlich haben uns die Deutschen gequält. Es waren ja schließlich unsere Feinde. Und die Gestapo hat uns gefoltert. Das waren eben die Nazis. Aber wenn man die Deutschen mit den Franzosen vergleicht, dann darf man nicht vergessen, dass es Franzosen waren, die uns verraten haben. Dass es Franzosen waren, die uns verhaftet haben. Dass es Franzosen waren, die uns bewacht haben. Man muss es immer wiederholen und darf es nie vergessen. So wie es Nazis gab, gab es Vichy. Vichy, das sind Nazis auf Französisch. Nur so wie die Dinge lagen, konnten sie sich nicht ganz in diese Richtung entwickeln. Aber vielleicht wäre das ja noch gekommen. Die Veröffentlichung dieses Fotos, das einen Gendarmen zeigt, der ein Konzentrationslager an der Loire bewacht, war in Frankreich lange Jahre verboten. Die eigene unangenehme Vergangenheit sollte versteckt werden. Erst seit ganz wenigen Jahren wird offiziell auf die Kollaboration des Staates der Vichy-Regierung hingewiesen.
Neben den großen Schriften der alten Art finden sich, so wie hier in Saint-Lô, jetzt auch Tafeln, auf denen die Französische Republik offiziell Verantwortung für das Unrecht von Vichy übernimmt. In der Normandie hatten die Alliierten inzwischen Fuß gefasst. Die ganze Halbinsel Cotentin und das Küstengebiet waren erobert. Nur in Caen und Saint-Lô versperrten die Deutschen den weiteren Vormarsch nach Süden und Osten. Beide Städte wurden von mehreren schweren Luftangriffen alliierter Bomberverbände fast völlig zerstört. Die Deutschen zum Rückzug gezwungen. Damit hatte der Krieg jetzt auch in Frankreich die Zivilbevölkerung erreicht. Die Franzosen erlebten den Feuersturm ohne Vorwarnung. 1500 Bomber und 760 Geschütze ließen keinen Stein mehr auf dem anderen. Am 10. Juli beendeten die Kanadier das Unternehmen Goodwood und nahmen das nahezu umgepflügte Caen in ihren Besitz. Saint-Lô wurde eine Woche später erobert. Glück und Leid dicht beieinander. Der jubelnde Empfang für die Befreier ist stärker als die Trauer um die unschuldigen Toten, um verlorenes Hab und Gut. Caen heute. Überall in der Normandie wird für die D-Day-Feierlichkeiten letzte Hand angelegt. Noch schnell auf Kosten von Paris ein paar notwendige Renovierungen durchführen, das ist die Devise. Von dieser Kirche als Mahnmal abgesehen, ist die Stadt wieder aufgebaut. In Caen sind die Gräben, die Deutsche und Franzosen lange getrennt haben, zugeschüttet. Allein die Stadt Caen und die Orte in unmittelbarer Umgebung pflegen 24 Partnerschaften mit deutschen Städten. Vor dem Rathaus bläst der Fanfarenzug aus dem befreundeten Würzburg. Letzte Abstimmungen der Bürgermeister vor dem 6. Juni, zu dem die Deutschen eingeladen sind. Monsieur le maire de Würzburg. Herr Oberbürgermeister von Würzburg. Je ne sais pas si nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Ich weiß nicht, ob wir noch viel Neues zusammen zu sagen haben. J'ai coutume de rappeler que angenehm sagen zu können, dass man keine großen Worte mehr zu machen braucht. Es ist gut zu wissen, dass es Politiker, Kommunalpolitiker gibt, die ihr Leben auch in den Dienst der Versöhnung und der Verständigung stellen und immer wieder aufs Neue darüber nachdenken, was sie tun können, damit dieser Gedanke nicht verloren geht oder nicht gefährdet wird. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Freund, ich möchte Ihnen dieses Buch überreichen, das über das Memorial von Caen, dem Museum für den Frieden, herausgegeben wurde. Aber wenn Caen, das mag zwar alles ein bisschen provinziell wirken, wie mit feierlicher Steifheit Champagner eingeschenkt und die obligaten Gastgeschenke überreicht werden, aber hier ist die Aussöhnung gelungen. Mit am stolzesten sind unser Bürgerspital zum Heiligen Geist. Der Bürgermeister von Caen ist übrigens der, der den Kanzler mit einer Einladung in seiner Stadt trösten wollte. Denn Kohl ist zu den offiziellen Feierlichkeiten ja nicht gebeten. Jean-Marie Giraud sieht mehr als nur die eigene Stadt. Zukunftsaufgaben. Il faut que tous les pays de l'Europe avancent la main dans la main pour aider. Alle Länder Europas müssen gemeinsam vorgehen, Hand in Hand, um dem ein oder anderen Land zu helfen, mit dem Rechtsextremismus fertig zu werden. Das ist einer der Gründe, weshalb wir die Zeit nicht damit vertun sollten, Deutschland im Namen der Geschichte zu verurteilen. Es hat seine eigenen Probleme mit Extremisten. Wir müssen allen, die mit extremistischen Parteien Schwierigkeiten haben, helfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Franzosen, Iren, Spaniern, Italienern, Briten und Skandinaviern. Normannische Folklore dann beim eigentlichen Anlass für den Besuch, Band durchschneiden. Eine fränkische Linde pflanzen. Einen neuen Platz einweihen. Wohltuende Normalität im Kleinen, die leider allzu häufig verborgen bleibt. Die
herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Nervosität kennzeichnete die Gemütslage in den ersten Tagen und Wochen nach der Landung. Die Stimmung wurde zunehmend gereizter. Auf der Fahrt aus dem Süden Frankreichs zur Front im Norden machten Teile der SS-Division Das Reich Station in Oradour-sur-Glane. Sie brachten 642 Einwohner um und zerstörten das ganze Dorf. Nur 6 Menschen überlebten, darunter Jean-Marcel Dartout. Ils sont donc arrivés à 14 heures. Sie kamen um 2 Uhr nachmittags, umstellten das ganze Dorf und trieben die Bewohner dort zusammen. Sie trieben Frauen und Kinder in die Kirche. Wir Männer wurden in Gruppen zu 30, 40 Mann aufgeteilt. Wir wussten nicht warum. Ein Soldat nahm einen Besen, um die Stelle zu fegen, auf die das Maschinengewehr gestellt werden sollte. Er wollte sich nicht in den Dreck legen. Wenn das kein Beweis für Kaltblütigkeit ist. Plötzlich hörten wir draußen einen Riesenlärm. Das war, wie ich jetzt weiß, die Salve aus einer Maschinenpistole. Es kam der Befehl, Feuer. Und dann brach die Hölle los. Es krachte überall. Nach einer Minute lagen wir alle auf dem Boden. Ich hatte Glück. Ich fiel als einer der Ersten. Ich lag also auf der Erde, alle anderen fielen auf mich und das hat mir das Leben gerettet. Sie bedeckten uns mit Stroh und Reisig, mit allem Brennbaren, was in diesem Schuppen zu finden war. Sie warfen einfach alles auf uns, ich lag ganz unten, es war völlig dunkel und ich konnte überhaupt nichts mehr sehen. Nach einer Weile sagte irgendjemand in dem Haufen, in dem ich lag, sie sind weg. Es gab also tatsächlich noch andere, die überlebt hatten. Sie sind weg. Sie haben uns einfach so liegen lassen. Plötzlich waren sie wieder da. Sie waren zurückgekommen und legten Feuer. Das Feuer griff schnell um sich. Ich hatte mich bewegt, als ich anfing zu brennen. Mein Kopf brannte. Ich hatte keine Haare mehr, nichts mehr. Ich sagte, ich muss raus hier, denn die Flammen taten weh. Ich kroch aus dem Leichenhaufen durch die Flammen hindurch und ich war sicher, erschossen zu werden. Aber sie waren nicht mehr da. Für sie war das nur noch ein Haufen Toter, den man liegen lassen konnte. Zu fünft haben wir also überlebt. Das Massaker von Oradour ist für die Franzosen auch deshalb so schmerzlich, weil eigene Landsleute verwickelt waren. Zu den Tätern, zu den SS-Leuten der Division Das Reich, die in Oradour gewütet haben, zählten auch 28 Elsässer, Zwangssoldaten, sogenannte Malgré nous. Unter den Opfern einer wild gewordenen Soldateska auch 44 elsässische Flüchtlinge. Vergangenheitsbewältigung 8 Jahre nach Kriegsende auf Französisch. In Bordeaux wurde einigen Soldaten, 7 Deutschen und 12 Elsässischen, der Prozess gemacht. Nicht gemeinsam, sondern in getrennten Verfahren, unterschiedliche Behandlung für dieselbe Tat.
Ein Freispruch, zwei Todes- und Haftstrafen zwischen 5 und 12 Jahren. Jean-Marcel Dartout hat für das Anlegen von zweierlei Maß damals auch kein Verständnis. An diesem Tag gab es für mich keine Unterschiede. Da habe ich keine Elsässer gesehen, da habe ich nur deutsche Uniformen gesehen, grau-grüne Uniformen. Vielleicht waren auch Bretonen dabei, vielleicht ja auch noch andere. Aber ich habe da nicht unterschieden. Für mich waren sie alle gleich. Ich habe nicht einmal gesehen, ob auch SS-Männer dabei waren. Für uns waren das Deutsche, einfach nur Deutsche. Aber das kommt vielleicht daher, dass wir zu dem Zeitpunkt, als alle Deutschen gehasst wurden, noch nicht zwischen Nazis und anderen Deutschen unterschieden haben. Contre les Allemands, nous n'avions pas encore fait la différence entre les nazis et les autres. Vor allem im Elsass gingen die Leute nach dem Urteil empört auf die Straßen. Mit dem Verbrechen der Deutschen in Oradour hatten die elsässischen SS-Soldaten ihrer Meinung nach nichts zu tun. Eine Woche nach dem Urteil erließ die französische Nationalversammlung ein Amnestiegesetz, das den gerade Verurteilten Straffreiheit bescherte. Recht ist eben, was der nationalen Einheit dient. Die Nervosität aller Parteien nach der Landung wurde von Tag zu Tag größer. Die Lage eskalierte. Die Miliz ermordet Leute der Résistance, die Résistance ermordet Kollaborateure, kleine und große, zum Beispiel Philippe Henriot, einen Staatssekretär der Vichy-Regierung. Nach einer Art Staatsbegräbnis folgte die Rache der Miliz auf dem Fuße. Der Polizeichef von Lyon, Paul Touvier, ließ an dieser Mauer 7 jüdische Geiseln erschießen. Es hat 50 Jahre gedauert, bis er dafür büßen musste. Sein Fall ist typisch für den wechselhaften Umgang mit NS-Verbrechern in Frankreich. Jahrelang von der katholischen Kirche versteckt, für seine Untaten verurteilt, von Präsident Pompidou begnadigt, wurde er vor wenigen Wochen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein spätes und ein gerechtes Urteil, das in der französischen Öffentlichkeit eine breite Diskussion über den Umgang mit der eigenen Vergangenheit ausgelöst hat. Bald wird es nur noch vergilbte Zeitungen geben, die von vergangenem Unrecht künden. Deshalb ist es so wichtig, die Stimmen derer einzufangen und aufzubewahren, die als Zeitzeugen im Urteil vielleicht kompetenter sind als die Nachgeborenen. Der Widerstandskämpfer Raymond Aubrac zum Beispiel. Ja, man könnte schon sagen, es gibt einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Urteil und dem Jubiläum. Eigentlich wäre es wirklich besser gewesen, wenn der Prozess gegen Touvier vor 20 oder 30 Jahren stattgefunden hätte. Denn damals hätte man die Rolle der Miliz besser beurteilen können. Aber die Franzosen haben da schon ein paar Probleme mit ihrer Vergangenheitsbewältigung. Am 18. August stellte sich die militärische Lage wie folgt dar. Die Armeen der Alliierten trafen vor Paris nicht mehr auf nennenswerten Widerstand. Dennoch wollten die Engländer nördlich und die Amerikaner südlich der Hauptstadt vorbei nach Osten vorstoßen. Das aber lief völlig gegen alle Interessen von Charles de Gaulle. Der Chef der französischen Exilregierung wollte als Franzose mit Franzosen Paris so rasch wie möglich befreien. Er setzte sich durch. Die ersten Panzer von General Leclerc erreichten die Stadt in der Nacht. Zuvor hatte die Résistance zu den Waffen gerufen. Si nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Bereits seit 5 Tagen wird in Paris erbittert gekämpft.
Beim Guerillakampf in den Straßenschluchten einer Großstadt haben reguläre Truppen meistens schlechte Karten. Hitler hatte befohlen, in Paris verbrannte Erde zu hinterlassen, eine der Metropolen des zivilisierten Abendlandes in Schutt und Asche zu legen. Dazu blieb den deutschen Besatzern aber keine Zeit mehr, denn die Resistance war überall. Viele sind in diesen Tagen noch auf den Straßen verblutet. Kleine Marmortafeln im ganzen Stadtgebiet halten die Erinnerung an René Sitalin und die vielen anderen wach. Am 7. August hatte der deutsche General Dietrich von Koltitz das Kommando in Paris übernommen. Und seitdem hält sich hartnäckig die Legende, es sei einzig ihm zu verdanken, dass Hitlers Zerstörungsbefehle unbefolgt blieben. Leute, die damals dabei waren, sehen das ganz anders. Als sich General von Koltitz am 25. August im ehemaligen Bahnhof von Montparnasse bedingungslos ergab, da hatte er, so Maurice Kriegel, nur noch die Hosen voll. Der ehemalige Widerstandskämpfer geht mit seinem damaligen Gegner hart ins Gericht. J'ai participé directement à la reddition du général von Scholtitz, commandant le Groß. Ich war dabei bei der Kapitulation von General von Koltitz, dem Kommandanten von Groß-Paris. Wenn das jemand einige Monate vorher erzählt hätte, man hätte ihn ausgelacht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, dass von Koltitz Angst hatte, im Büro der Polizeipräfektur. Er sagte, ich werde mich bedingungslos ergeben, aber niemand darf mir einen Vorwurf machen, wenn der eine oder andere Teil meiner Truppen, über die ich jetzt keine Kontrolle mehr habe, weiterkämpft. Er hatte also Angst. Im Panzerspähwagen wird der General in Gefangenschaft gefahren, vor sich den Sieger Leclerc, hinter sich ein führendes Mitglied des Widerstandes. Damit war Paris befreit, die ungeliebte Herrschaft der Deutschen in der Hauptstadt beendet. Die Kapitulation von Koltitz war die Kapitulation eines Geschlagenen, der nichts mehr zu verschenken hatte. Er war besiegt und musste sich bedingungslos ergeben. Die einfachen Soldaten hofften, in die Hände regulärer Truppen und nicht in die der Resistance zu fallen. Denn deren Gefangene wurden in den ersten Tagen häufig auf der Stelle erschossen. Auch reguläre Gefangenentransporte fielen dem aufgestauten Hass zum Opfer. Übergriffe derer, an denen sich einige Besatzer lange selbst vergriffen hatten. Was von Koltitz anbelangt, die Zerstörungen, für die er in Rotterdam verantwortlich war, sprechen nicht gerade für ihn. So gesehen will ich Ihnen nur einen Satz auf Deutsch über diese Art von Mensch sagen. Einen Satz, der von einem deutschen Schriftsteller stammt. Es ist ein Autor allemand, der das gesagt hat. Mit diesen Leuten war kein Staat zu machen. Vorher galt die Devise, besonders beim deutschen Zivilpersonal, rette sich, wer kann, nur raus aus der Stadt. Einer, der Paris mit hochwertigem elektronischen Gerät verlassen musste, war Kurt Hinzmann. Er hatte nahe dem Eiffelturm den größten Fernsehbetrieb der Welt aufgebaut. Fernab von den Propaganda-Anweisungen eines Josef Goebbels machte Hinzmann in diesem Studio täglich mehrere Stunden Programm. Das meiste ging live über die Bühne. Offiziell war das Programm für verwundete deutsche Soldaten bestimmt. Krankenhausfernsehen sozusagen. Mit Musik wieder fit für die Front. Aber nicht nur die Mädels auf der Bühne, auch die meisten Techniker und Kameraleute, die der deutsche Fernsehmann beschäftigte, waren Franzosen. Beim Fernsehsender Paris. Serge Lefar, der Ballettmeister der Pariser Oper, studiert ein Spitzenpizzicato für ein Tanzduett ein. Hinter den Kulissen arbeiteten Widerständler, Juden und all die, die sich vor den Deutschen noch verstecken mussten. Hier das gesendete Bild. Kurt Hinzmann sollte die Sendeanlagen im Fuß des Eiffelturms vor der Abreise sprengen. Das hat er einfach vergessen und den Rest seines Fernsehens eingepackt. Stellen Sie sich vor, ich habe am 16. August, oder war es gerade der 17.,
von den Franzosen zu einem sehr modesten Preis, dass ich ihn auf jeden Fall bezahlen konnte, einen Eintonner Citroën-Lastwagen bekommen, vier Reifen, ohne Reservereifen, ohne Immatrikulation. Und da habe ich dann meine auch noch rangemacht. Da fuhren dann zwei Wagen mit dem gleichen Zeichen. Eins war gestempelt, das andere nicht. Und dann habe, also das war absolut von der Resistance geliefert. Und wir kriegten, ich wohnte in der Avenue Montaigne, das ist gleich am Rond-Point, der Champs-Élysées. Ich wohnte in einem Hinterhaus, war ein sehr vornehmes Haus, mit einem Hof in der Mitte. Und da hatte ich diesen Lastwagen in der Nacht voll mit den Geräten und meinen persönlichen Kraftwagen, zwar auch ein Citroën. Wir kriegten von der Resistance genau eine Route. Ihr verlasst das Haus 7.50 Uhr, ihr nehmt die Käs, ihr fahrt bei der Porte Almar und so weiter. Auf meinen erstaunten Blick, na ja, es gibt doch auf den Dächern überall Schützen, damit ihr nicht beschossen werdet, damit ihr heil nach Vincennes kommt. Hinzmann kam heil aus der Stadt, viele andere nicht. Frankreich beglich eine Rechnung, die vier Jahre lang offen geblieben war. Es begann die Zeit der Epuration, der sogenannten Reinigung. 2 Millionen Franzosen wurden wegen Kollaboration rechtmäßig verurteilt. Aber in den ersten Tagen und Wochen herrschte vielfach Selbstjustiz. Ohne Verfahren oder die Feststellung von Schuld gab es Tote, wurden Männer zusammengeschlagen und Frauen kahlgeschoren. Die Geschichte der geschorenen Frauen ist die Geschichte einer Macho-Reaktion, einer typisch männlichen Reaktion. Die Männer benutzten dieses miese Mittel der Demütigung, denn da konnten sie die großen Anführer und Helden spielen. Das ist übrigens ein sehr heikler Punkt bei der Befreiung. Meiner Meinung nach werden Sie aber keinen einzigen Resistance-Kämpfer finden, der an solchen Exzessen beteiligt war. Frauen kahlscheren. Es wurde niemals ein Mann geschoren, immer nur Frauen. So etwas Feiges. Wie sollten sie sich denn wehren? Also ich finde das erbärmlich. Das entsprach weder den Zielen der Resistance noch der Würde der Befreiung. Die Frauen, die denunziert hatten, sind eingesperrt worden. Wir kannten ja die Frauen, die mit der Gestapo zusammengearbeitet hatten. Einige sind hingerichtet worden, andere wurden verurteilt und kamen ins Gefängnis. Es war also typisch männlich, dass sie sich so an den Frauen rächten. An einer, die vielleicht mehr Schokolade, mehr Butter, mehr Milch oder eine Flasche Schnaps hatte, weil sie mit einem deutschen Soldaten geschlafen hatte. Das ist die Geschichte der geschorenen Frauen. Meinen Sie nicht? Samstag, 26. August 1944. Der Sieger nimmt seine Hauptstadt in Besitz. Charles de Gaulle, der einst unbekannte General, gibt Frankreich seine Selbstachtung zurück. Paris von französischem Militär selbst befreit, vorbereitet von Widerstandskämpfern im Untergrund. Le jour de gloire est arrivé. Der Tag des Ruhms ist da. An diesem Tag fielen Schüsse, von denen heute noch niemand weiß, aus welchen Gewehren sie kamen. Ein Fressen für die deutsche Wochenschau. Während
während das deutsche Volk seine Position zum Endkampf bezogen hat, herrscht im befreiten Frankreich Anarchie im Sinne des Wortes Kampf aller gegen alle. Auf General de Gaulle wird während seines Aufenthaltes in Paris auf dem Platz vor Notre Dame ein Attentat verübt. Diese Bilder sprechen für sich selbst. Die Pariser haben sich die Befreiung eben anders vorgestellt. Paris gleicht einer belagerten Stadt, in der statt Sättigung Hunger, statt Ordnung Chaos herrschen. Mit den Angloamerikanern kam General de Gaulle und hinter ihm marschiert der Bolschewismus. Der Mob beherrscht die Straße, Schüsse peitschen in die Menge, die glaubte, die Stunde der Befreiung sei gekommen. Charles de Gaulle hatte darauf bestanden, dieses Bad in der Menge zu nehmen. Für ihn waren diese Jubelszenen die Bestätigung für die Rechtmäßigkeit des Anspruchs, die politische Zukunft Frankreichs zu gestalten. Die Résistance hatte erwartet, dass er eine neue Republik ausriefe. Aber de Gaulle lehnte ab. Für ihn hatte die Republik in seiner Person während des Londoner Exils fortbestanden. Paris war befreit und damit eigentlich ganz Frankreich. Aber es sollte noch mehr als 6 Monate dauern, bis der letzte Deutsche das Land verlassen hatte. Fünfzig Jahre sind eine lange Zeit. Alte Feldzeichen und Beschriftungen sind verwittert. Neue haben ihren Platz gefunden. An einer französischen Kirche in vergleichbarem Stil. Bunkerstil nicht als Symbol der Vernichtung, sondern als Zeichen der Hoffnung. Niemand hat vor 50 Jahren an diesen Steilküsten und Stränden freiwillig sterben wollen. Aber es musste sein, nicht nur um Frankreich zu befreien, sondern um Menschenwürde, Menschlichkeit, Recht und Freiheit auch nach Deutschland zurückzubringen.